liebe Leute, hier ist wieder Rolf vom Kanal Fitboxen. Diesmal, wie angekündigt, habe ich ja gesagt, wir testen Boxhandschuhe. Also fangen wir mit dieser ganzen Geschichte mal an. So, jetzt testen wir mal diese ganze Geschichte. Das ist also ein paar Boxhandschuhe, was ich in jedem Kaufhaus und überall kriege. Und zwar liegt das so im Preis von 10 bis 20 Euro ungefähr, aber ihr seht schon, diese Form ist jetzt nicht besonders toll, dann ist es PVC, die Dämmung ist jetzt auch nicht der Knaller, ist was für Kinder und so, dafür ist es okay, wenn sie jetzt mit der Hand reingehen, dann wird man sehen hier, das ist also auch nicht so besonders toll, also kann ich euch nur von abraten, wenn ihr ein bisschen Boxtraining macht und richtig Gas geben wollt, solltet ihr euch das Geld einfach sparen und sowas nicht holen. So, dann haben wir hier das zweite Paar. Das ist in der Preisklasse zwischen 20 und 35, 40 Euro. Ihr seht, also dieser ganze Handschuh sieht also schon ganz anders aus. Man kommt auch vernünftig mit der Hand rein. Sieht man hier auch. Klemmverschluss auch in Ordnung, sieht auch schon so aus wie ein Boxhandschuh. Ist also nicht das Schlechteste. Ich muss allerdings sagen, ich mag diese PVC-Handschuhe nicht, weil wenn man wirklich fleißig trainiert und wirklich schwitzt, was ganz normal ist, dann fangen die sehr schnell an zu stinken. Aber für jemanden, der eben so einmal die Woche so ein bisschen rumhämmert, würde ich sagen, sowas ist okay. Gibt es also auch in allen möglichen Geschäften, Real und. Die liegen so zwischen 20 und 40 Euro, je nachdem von welcher Firma sowas ist. So, als drittes haben wir hier einen Lederhandschuh. Der ist jetzt in Pink, ist nicht so entscheidend, gibt es von zig Firmen und. Aber Leder stinkt nicht so schnell, hält auch ein bisschen länger. Ihr seht auch, die Verarbeitung ist was ganz anderes. Schöner Klettverschluss. Hand geht vernünftig rein, dann ist die Verletzungsgefahr auch ein bisschen geringer, wenn die Hand da drin sitzt. Immer darauf achten, das ist wie mit einem normalen Schuh. Ihr müsst da reingehen und müsst sagen, das ist gut, der passt. Und immer daran denken, wenn ihr Bandagen gewickelt habt, müsst ihr doch ein bisschen Platz haben. Der kostet also so zwischen 40 und 50 Euro in Leder, kriegt man also von allen Firmen. Das ist schon eine gute Sache. So, da haben wir hier als viertes auch wieder einen Lederhandschuh. Wie gesagt, PVC-Handschuh ist nur was für Leute, die so ein bisschen mal rumboxen, ihren Frust mal ablassen. Jemand, der ein bisschen ordentlich trainiert, sollte sich schon einen Lederhandschuh zulegen. Das ist ein von Adidas, ist natürlich ganz wichtig, sieht auch geil aus. Kostet 59 Euro plus Porto, wenn ihr euch den im Internet bestellt, seid ihr schon mal bei 65 oder so. Na, kann man gut nehmen, guter Handschuh, trage ich ganz gerne. Wichtige Firma ist auch schön. Und wie gesagt, ihr seht die ganze Verarbeitung, alles eine gute Sache. Aber man sollte nicht mehr ausgeben wie 60 Euro. So, zu guter Letzt habe ich hier noch so einen Premium-Artikel. In Grün habe ich mir bestellt, ist ein Handschuh, der aus Kanada ist. Kostet ein paar Mark mehr. 80, 90 Euro plus Porto, aber ich habe so ein Shirt, habt ihr ja schon gesehen auf meinen Videos, das hat die gleiche Farbe, ich bin da so ein bisschen Panne, ich wollte das gerne eben so haben. Aber auch wieder, seht ihr, Leder, gute Qualität, schöner Schaft, der festhält, hier Daumen angenäht, das Ganze sitzt vernünftig und dann war es noch eine geile Farbe, deswegen habe ich mir den zugelegt. Nicht zu vergessen, wollte ich euch den Handschuh hier nochmal zeigen. Der ist für unsere Mädels, PVC, aber so ein ganz ordentlicher Handschuh. Sieht auch noch cool aus. Die Mädels wollen es ja immer so ein bisschen schick. Muss ja alles passen. Gibt es auch noch ein passendes Shirt zu. Von der Verarbeitung kann man auch nicht meckern. Liegt auch so bei um die 30 Euro. Und wenn man sich das Shirt noch dazu bestellt, hat man ein geiles Outfit. Ich habe ja auch einige Frauen, die bei mir trainieren, die mögen sowas natürlich. Ansonsten ist das Fazit der ganzen Geschichte einfach hier, seht ihr ja. Ich habe hier einen ganzen Berg voll Handschuhe, aber ich empfehle euch, kauft euch sowas.
welche Firma ist jetzt nicht so wichtig. Und so ein vernünftiger Lederhandschuh wie der hier, der liegt so bis 50 Euro. Viel mehr solltet ihr nicht ausgeben. Geht vernünftig mit der Hand da rein. Weil das ist ganz wichtig, dass die Hand da drin ist. Dran denken, wenn ich Bandagen wickle, müssen wir ein bisschen mehr Platz haben. Das ist wie bei einem normalen Schuh. Wenn ich da reingehe und ich fühle mich nicht wohl, dann ist das nicht wirklich gut. Dann ziehe ich das Ding nicht an und finde das auch nicht gut. Also vorher anprobieren. Internetgeschichten ist so eine Sache. Jeder hat eine andere Handgröße und. Deswegen geht erstmal vorher gucken. Naja, ich hoffe, dass euch das ein bisschen geholfen hat. Fazit ist, 50 Euro ausgeben, habt dann Lederhandschuh, der hält ein paar Jahre. Naja, und dann ist das schon eine gute Sache. So, zu guter Letzt noch ein kleiner Tipp. Und zwar diejenigen Leute, die auch im Verein sind und Sparring machen. Ganz wichtig ist, wenn ihr ein Gewicht habt bis 80 Kilo, seht zu, holt euch einen Handschuh, der mindestens 12 Unzen hat. Weil wenn es dann kracht, dann reißt er den anderen nicht gleich den Kopf runter. Deswegen ist das schon okay. 12 Unzen Handschuh solltet ihr nehmen, der hat eine gute Polsterung, da sind die Zähne nicht gleich weg. Jemand, der schwerer ist wie 80 Kilo, sollte ein Schwergewicht, also 90 Kilo oder sowas, sollte 14 Unzen nehmen, eventuell sogar 16 Unzen, je nachdem, was im Verein gesagt wird. Lieber etwas mehr, als wie dass ihr euren Trainingspartner die Fresse poliert, muss man nicht wirklich haben. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal, euer Rolf, ciao.